Ja, hallo Leute, wir sind hier bei Kommandantin Lorna Crawley. Immer noch Verstohlenheit ist angesagt. Denn es geht hier auf den Angriff auf die Dreki, ja. Beeilt euch! So. Ach nee, warte mal, da geht's ja direkt weiter. Was gibt es? Speerabwehr ist das nächste, was ich ausgedacht habe. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Diese Harpunenschleudern auf den Mauern könnten uns Probleme bereiten. Hier unten sind wir außer Reichweite, aber sobald wir uns den Pfad hinaufwagen, machen sie Schachlik aus uns. Mit diesem Greifhakenwerfer solltet ihr sie auf die Mauern schaffen, dort könnt ihr sie dann auseinandernehmen. Doch achtet dabei auf die Drachen. Greifhaken auf die Mauern und zerlegt 7 Harpunenschleudern. Der Valenskorn. Okay, die sind direkt da oben. Kannst du sehen, das sind so Drachen. Ich denke mal, wir gehen direkt hoch, oder? Ja. Ne, jetzt ist ein bisschen weit weg. Oh je. Kann ich da hoch? Ne, die müssen wir ja zerstören. Doch, wir müssen... Hier hinten ist ein Greifhakenziel. Ja, wir müssen ja eigentlich in die andere Richtung, Valyria. Hier. Da hoch, oder? Ne, wo ist denn so ein Greifhakenziel jetzt? Hier. Oben. Ach, wir können uns an den hoch. Ah, jetzt sehe ich das Ziel auch. Das ist neben der Harpunenschleuder. Zählt das für dich mit? Ja. Genau, dann können wir uns von hier aus weiter... Ne, jetzt kommt der eine Wilder zu mir kommen, oder was? Kommen wir direkt auf die nächste Ebene. Ihr seid der Partner. Ja, tschüss. Jetzt bin ich hier oben. Bist du auch da? Nee, ich komm noch nicht. Moment. Hä? Lol, mein Kätzchen läuft? Nee, ich stehe direkt neben dem Greifhakenziel, gell? Wenn du mich siehst. Ja, ich sehe dich. Ich mein Kätzchen muss zu Fuß laufen. Das hat leider nichts mit dem... Boah, hier sind voll viele Drachen, ey. Genau, mach mal das Ding kaputt. Ich mach mal das auf der anderen Seite kaputt. Aber wir sollten in diese Richtung gehen. Das ist nämlich der eine Totenkopf, den ich ja... Der ist in einem Haus. Oh je, komm. Das hilft alles nichts. Das hilft alles nichts. Wir müssen die platt machen, Valyria. Komm, ich hol noch die beim Eingang mit, damit es sich auch lohnt, hoffe ich jedenfalls. Ah, ich komme nicht hoch. Hey! Ist egal, ich mache hier erstmal frei. Warte mal, ich tue diese Dreck mal alles dann. Ah, nein! Oh. Auch jetzt Horn. Hast du die gerade alle gestunt? Ja. Sehr schön. Dann mache ich das nicht. Cool. Dann nehmen wir auch den einen hier mit. Dann ist er auch weg. Dann sind wir schon bei 88%. Oh, der nächste Drache kommt. Dann gehen wir hier rein. Das ist dieser... Ist das der? Nee, ist er nicht. Der dahinter. Wie erbärmlich. Ihr müsst euch erst als würdig erweisen, bevor euch das Privileg erteilt wird, mir im Kampf gegenüberzutreten. Wir müssen zuerst die anderen wegmachen. Oh ja. Na gut. Gut. Nein. Kriegen direkt kleben. Ach, die kämpfen gar nicht mit. Nee, erst 1 gegen 1 hier. Beziehungsweise 1 gegen Dämonenjäger. Eine Kleinigkeit, Asker. Bringt diese Narren nach Helheim? Komm, dreckiges Fremdlingsgesindel. Ich überlasse euch sogar den ersten Schlag. Sorgt dafür, dass es sich lohnt. So, jetzt bleibt der letzte. Bah, sie hat mir nichts bedeutet. Cooler, recht eure gefallenen Kameraden. der wird denen auch nicht helfen, ey. Vielleicht könnt ihr doch etwas zu meiner Unterhaltung beitragen. Da kommt Tang Irgluft, der Gnadenslose. Genau, das ist der Totenkopf hier. Was will der? Axt? Oh Mann, jetzt bin ich irgendwo komisch gelandet. Ja,
immer schon die Kleben schmeißen. Hey. Schwach leuchtende fügt dieses Spielzeug. Was macht das? Warum würde irgendwer dieses... Mal gucken, was das ist. Vielleicht ist es wie das Frigol-Trinkhorn. Nee. Hä? Du wirst nur besoffen, wenn du davon trinkst. Echt jetzt? Na, probier's aus. Doch. Ich bin doch jetzt... Oh, ich bin groß, aber ich bin hässlich. Okay. Ich versuch's auch mal. Oh, naja. Eine Stunde Abklingzeiten hält 5 Minuten. Aber hilft okay. uns... Jetzt versuch's mal mit dem Frikul zusätzlich. Bin ich noch größer? Oha. Jetzt bin ich richtig groß. Lol. Was soll ich dazu jetzt sagen? Okay, drei Harpunenschleudern warten noch auf uns. Jetzt kämpfe ich hier als Frikul mit Dämonenjägerklingen. Ich komme so langsam vor. Wo sind denn noch ein paar? Müssen eigentlich hier irgendwo sein. Unten waren welche. Ja, wir müssen hier alle 7 ausschalten. Ach, da unten sind welche, ja, auf der anderen Seite. Da sehe ich noch eins. Vielleicht ist hier auch noch rechts eins. Ich schwebe. Nee. Oh Mann, das sieht ja aus. Jetzt fehlt uns nur noch... Da hinten sind die anderen 2. Mir fehlt nur noch eins. Ihr seid der Macht der Torek mir nicht würdig. Ach, ja. War's ja schon. Okay. Dann müssen wir nur noch zu Lorna. Warte mal, lass mich mal geistersichern machen. Aha. Okay, wir können runter. Hä, wo ist sie denn jetzt, die Lorna? Die ist schon mal woanders hingegangen. Ja. Ja. Wo? Hier waren wir ja noch nicht. Ach, hier oben ist ein Greifhakenziel. Kommen wir da hin? Hier, komm mal hin. Hier oben aufs Dach. Da gibt's bestimmt einen Schatz, gell? Ui, ich bin oben. Warte. Wo ist denn das Greifhakenziel? Hier bei mir. Ah, jetzt muss ich erstmal mit dir einkämpfen. Schwerfelklebe. Ey, doch nicht. So, wo ist das Greifhakenziel jetzt? Hier neben mir. Wow, ey, da muss man ja wirklich genau gucken, um das zu sehen. Ich hab auch keine Lust mehr als Frigo rumzulaufen, sieht da völlig Banane aus. Jetzt bist du viel kleiner als ich. Hey, jetzt passt mir der Umfang. Auf dem anderen Dach ist was, aber hier ist doch gar nichts. Ich wollte doch hier hoch. Wo ist denn Lorna? Sieht man die von hier? Okay, dann suchen wir mal Lorna, die muss sich ja irgendwo hier gemacht haben. Ich glaube hier um die Ecke vielleicht. Versteckt sich doch gerne. Ihr seid zu spät, Schwächling. In diesem Moment unterwerfen wir die Drachen. Guck mal, da hinten redet er. Nur ich besitze die Macht der Thorinir. Die Aegis wird mir gehören. Guck mal, der ist da hinten auf Geht seinem Drachen. Auf, Fremdling. Ihr seid der Hallen der Tapferkeit nicht würdig. Boah, das ist... Jetzt ist er davon geflogen. Hast du gar nicht gesehen, oder? Der Gottkönig hat noch nicht gewonnen. Holen wir uns diese Drachen zurück. Holen wir uns diese Drachen Beeilt zurück. Euch. Ha, damit hatten sie sicher nicht gerechnet. Aber es warten noch viele weitere Hindernisse auf uns. Ein anderer Weg. Tja, die Brücke ist keine Option mehr. Habt ihr immer noch diesen Greifhakenwerfer bei euch? Vielleicht kommen wir von der Spitze des Turms aus darüber dazu... Müssen wir aber erstmal mit dem großen hässlichen Kerl davor fertig werden. Ihr geht voran. Besiegt Gunlaug Schuppenherz in Hizral und steigt dann zur Spitze des Turms. Okay. Da ist er schon. Schuppenherz, da ist er. Das ist der Turm und mit dem können wir da rüber. Okay.
mal, ich guck mal gerade mal auf die Karte. Es gibt ja doch noch. Es gibt noch einen anderen Totenkopfhelden hier. Ja? Direkt in der Nähe, wenn wir oben auf dem Turm sind, müssen wir mal gucken. Okay. Jetzt sind wir erstmal auf dem Turm. Ja gut, was heißt in der Nähe? So, wo will die jetzt eigentlich genau hin? In der Richtung wäre jedenfalls Totenkopf. Und hier ist auch ein Greifhaken. Komm mal hier, Valeria, zu mir rüber. Da ist ein Greifhaken, da können wir nämlich rüber. Was gibt es? Ihr lasst euch nicht so leicht aufhalten, oder? Über dem Wintermondlicht. Von diesem aus... Wer macht denn das? Von diesem Turm aus solltet ihr euch leicht zum Gebirgsfack rüberhangeln können. Wenn ihr da drüben seid, kann ich euch nicht mehr helfen. Aber der Pfad sollte euch bis zum Gipfel führen. Ich hoffe, dass ihr bei den Drachen da oben findet, wonach ihr sucht. Wer weiß, was der Gottkönig denen angetan hat. Okay. Geht weiter. Ich erstatte Graumähne Bericht. Viel Glück, Champion. Boah, bist du auch keine Freecool mehr. Was ein Glück. Nö. Ah, jetzt hast du das andere benutzt, wo du nackig rum bist. Ja. Oh, guck mal. Jetzt wird es auf einmal hier dunkler, weil die Wolken ziehen auf und es regnet. Das ist boah, cool. Das ist ja Hammer, weil der Regen, den hört man hier auch richtig. Hm. Es gibt ja einige Stellen, wo dann, wo sich da World of Warcraft echt verbessert hat. Ich guck noch gerade mal, da unten ist so ein Schatz, aber jetzt gehen wir nicht runter, ey. Manchmal sehe ich nur die eine Waffe von meinen Kriegsklingen. Ist es wegen dem Greifhakenwerfer so? Was ist denn das hier für ein Sturm eigentlich? Oh, ich gehe mal nicht in die Nähe. Ich probier's mal aus. Okay. Oh je. Was macht das denn? Der wird mal einfach nach oben geschleudert. Na gut. Sturmdrache. Oh, hier gibt's auf jeden Fall noch einige. Das ist wahrscheinlich irgendwo da unten. Wir gehen jetzt erstmal den Gipfel hoch. Gipfelstürmer. Wütender. Ah. Genau. Das ist schon cool mit den Greifenhaken. Ja. Kommt man sich vor wie bei Uncharted oder so. Klingenbö? Oh, das ist ein Dings. Oh, schade. Nee, doch. Kannst du den looten? Naja, doch, weil du drauf gehauen hast. Was ist denn hier hinten? Sturmschwingen, Drache tot. Okay. Bist du hoch? Ja, dann gehen wir hier auch hoch. Ah, da kann man diese ganzen Gegner hier auslassen. Naja, Gegner will ich jetzt nicht nennen. Oh, 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 oh. Aber kannst du natürlich auch ohne machen. Jetzt darüber. Hä? Steht da drüben gerade gar nicht, glaub doch. Ich muss nur manchmal auf der Karte gucken, ob hier vielleicht irgendwo ein Schatz ist, den wir so nebenbei abkaufen können, aber danach sieht es nicht gerade aus. Na, wo bleibst du denn? Ach, bist du hier auf die Brücke hochge... Ja. Warum hast du es nicht gesagt? Ich hab das gar nicht gesehen. Ey, du bist ja schon vorbei. Oh ja. Wer ist denn das hier? Senkt eure also. Waffe, Fremdling. Ich führe nichts Böses im Schilde. Okay. Der will mit uns reden. Ich stehe euch zur Seite. Über dem Wintermondlicht. Ihr seid wegen der Prüfung hier? Ich fürchte, dass ihr zu spät seid. Dieser Kampf mit dem Teufelskorn hat seine Spuren hinterlassen. Ich bin zu schwach, um euch die gewünschte Kraft zu verleihen. Aber vielleicht könnt ihr mir helfen. Herz eines Drachen. Mit Hilfe brutaler Gewalt und Verderbnis hat der Gottkönig die Macht an sich gerissen, die ihr sucht.
Aber vielleicht gibt es noch Hoffnung für euch und die Torignir, Dämonenjäger. Die Teufelsskorn nutzen teuflische Mächte, wie ich sie noch nie gesehen habe, um unsere Nachkommen zu verderben und die Torignir zu versklaven. Ihr Anführer, ein mächtiger Dämon, hat unsere Mutter entführt und will sie dem Willen des Gottkönigs unterwerfen. Die Mutter entführt. Findet sie und befreit sie aus den Fängen des Dämons. Nur dann können die Torignir ihre Macht zurückerlangen und euch helfen. Fürchtet nicht den Sturm! Okay, warte mal, ich guck mal gerade. Ich könnte es auch mal so machen. Ah ja. Ihr Schwingen der Freiheit. Als die Teufelsskorn das Nest angriffen, haben die Torignir tapfer gekämpft, um unsere Brut zu schützen. Aber ihre dämonischen Verbündeten waren zu stark. Und so sind viele von uns gefangen genommen worden. Während wir hier sprechen, versuchen sie, meine Brüder und Schwestern zu verderben und auf ihre Seite zu ziehen. Ich bitte euch, Fremder, bewahrt sie vor diesem Schicksal. Befreit alle vier Rafsir, Erelia und Hidrukmir am Thorimshorn. Die Winde euch tragen. Zorn des Sturms. Die Teufelsskorn, die sich über meine Brut hermachen, gehörten einst zu den Trikidja, einem Stamm, mit dem wir einen uralten Pakt geschlossen hatten. Unter dem Einfluss des Gottkönigs vergessen sie nun ihren Eid und greifen die Vorfahren ihrer geliebten Drachen an. Für diesen Affront müssen sie büßen. Erweckt euren Zorn und tragt den Kampf zu ihnen, Dämonenjäger. 10 Teufelsskorn wie cool am Torenzorn. Fürchtet nicht den Sturm. Okay, wir suchen die Mutter. Ich denke mal, dass wir uns hier einfach weiter... Hier brauchen wir auf jeden Fall Greifenjäger-Action. Hier sollte schon irgendwas direkt links sein. Ja, Ritualkreis. Die Drachen euer Leben! Wurm! Ritualkreis? Ach, hier ist Riaf, hier ist Raff hier. Ich weiß nicht, warum ihr gekommen seid, doch ihr habt meinen Dank. Ah ja, wir sind neue Verbündete. Oder? Ja. Wir sind neue Verbündete. Gibt's irgendwie einen Totenkopf in der Nähe? Oh Mann, den kann ich mir mitnehmen. Wer ist das denn? Unterdrücker der Teufelsskorn. Und hier gibt es Erila. Diese hinterhältigen Dämonen werden für ihren Verrat bezahlen. Oh, da hinten ist direkt der nächste. Die sind alle irgendwo hier. Hidrukmir. Beinahe hätten sie mich gebrochen. Ihr habt meinen Dank. Hier können wir irgendwie hier hoch. Hier gibt es auch irgendwie einen Totenkopf. Komm, wir gehen mal hier hoch, wenn wir das sehen können. Oder bist du woanders hoch? Oh, ich bin direkt hier. Ah, ich geh jetzt auch. Ah, da drüben war noch eine Schatzkiste eigentlich. Aber egal. Also hier drin ist ein Drache. Genau, dann gehen wir rein. Der andere kämpft wahrscheinlich auch gegen diesen Drachen. Und er wartet nur auf uns. Komm mal kurz Prozess mit Metamorphose. Oh, der tropft sogar etwas, was wir gebrauchen können. Wenn es er tropft. Theoretisch, das Mal der Priesterin Verzauberkunst. Okay. Der Ring ist auf jeden Fall ziemlich gut. 765 austauschen. Obwohl, Epike sollte schon was ausmachen. Ja. Das war's jetzt eigentlich. Ja, da drüben gab's noch eine kleine Schatzkiste, wo ich als erstes runtergedongelt bin. Ist aber auch nicht so wichtig. Obwohl, wir können ja gerade drüber gehen. Genau, dann geht's nochmal eins nach links. Eins vor uns, meine ich.
Warte mal, muss man sich an den Rand stellen? Ja. Das ist auf jeden Fall cool mit diesem Greifhakengewehr. Ja. Was soll es denn da noch geben? Ich geh jetzt einfach weiß rüber. Nicht. Wir brauchen jedenfalls noch alles. Der müsste eigentlich Zorn des Sturms. Alles hier ist irgendwie in der Richtung. Wir müssen zuerst hier hingehen. Nicht, dass er am Ende hinter dem Wasserfall irgendwas ist. Ah ja. Um euer Leben. Das hat ja lang gehalten. Ach, hier in der Höhle ist es. In der Höhle? Ja, bei mir. Aber du warst doch schon drin. Nee, war ich nicht. Hier ist der letzte. Alle vier. Ich danke euch, Fremder. Ich werde mich zum Gipfel durchschlagen. Boah, ist das schwer. Wow. Da vibriert alles. Hier sollte eigentlich ein Schatz sein, direkt. Das ist. Ah, der ist weit unter uns. Da habe ich ja jetzt gar keine Lust drauf. Es ist. Nee. Siehst du das Ding da unten? Da müssen wir ja komplett runter. Wo ist denn du jetzt hin? Willst du da runter segeln oder was? Du musst einfach nur rutschen. So willst du ihn holen. Na gut, dann komm. Oh. Okay. Greifhakenziel. Hätte man auch von woanders kommen können. Ach, komm, spring. Oh. Oh. Jetzt gehen wir hier. Hilfe. Bist du irgendwo gelandet? Nee. Okay, ich sehe es auch gerade. Irgendwie. Okay. Segel dann einfach mal zu dem hier. Auf der Karte. Siehst du den? Die ist direkt unter uns jetzt. Der im Jotunwald. Da, Hava Hannibal der Schlechter. Ich warte mal hier. Gut, Valera ist auch da. Mach den platt. Ich sterbe. Hilfe. Was? Bist du gerade gekommen? Ja, ich bin runtergefallen. Erstmal ges. Ja. Von meinem Leben zurück. Ah, halte ich schon. Na, jetzt hast du ja wieder. Metamorphose. Ja. Was macht er da jetzt? Verschlingen? Das ist ein Kannibale, ist das. Was? Guck dir mal seine Schlachtbank an. Ich werde euer Herz verspeisen. Hm. Oh. Gut, jetzt müssen wir nur wieder hoch. Okay, wir haben es wieder nach oben geschafft. Mehr oder weniger den gleichen Weg am Ende nehmen müssen, wie wir den am Anfang genommen haben. Hier ist er, gell? Wir haben ja. Ach nee, wir müssen noch Frico töten. Lol. Was ist denn hier mit dieser. Ah, ich glaube, da sollen wir erst danach rein. Okay, dann gehen wir doch in die Höhle, weil da ist nämlich die Mutter. Ich such die Thorignir-Mutter. Was ist das überhaupt für ein Vieh hier? Teufelsgorn. Hier drinnen finden wir die Mutter? Sucht. Hä? Wie sucht die Mutter? Wo denn? Ach, hier unten ist sie. Wo? Wenn du da an der Klippenrand bist. Ach so, deswegen hat er das dann gleich aktualisiert hier. Schwingen der Freiheit? Herz eines Drachen. Sucht nach der Mutter. Kobalt wird die. Ach, das ist die, die sie gefangen genommen hat, und deswegen müssen wir die jetzt töten. Unverschämte. Ich bin frei! Ihr seid ein Geschenk der Götter, Fremdling! Sprecht mit Vethir! Er bringt euch zum Gipfel!
Was sind, okay. Was sind das hier für Seitengänge? Da gibt's... Die Turik mir wurden zerschlagen. Ich laufe einfach nur mal durch. Ich will mal gucken, was es hier gibt. Ob es hier irgendwas gibt. So alle möglichen Wichtel, ey. Ah, fuck. Die tötet mich jetzt, glaube ich, noch. Oh, Mann, ey. Ich hätte nicht so durchlaufen sollen. Komm. Direkt Klingentanz und wieder Leben zurück. Geil. Bist du auch in der Nähe, Valeria? Ich bin direkt da. Oh ja, sehr gut. Mann. Du meinst ja die Gesandter. Ja, sehr schön. Oh, was kriege ich denn da? War da doch irgendwie jemand dabei? Da war da doch irgendwie so jemand dabei. Ich habe den jetzt gar nicht gesehen. Hast du da gesehen, wen wir da Besonderes getötet haben? Ich habe ja auch nichts bekommen, also random wahrscheinlich. Ach. Na, ich habe da jetzt nur auf der Mini-Karte gesehen, dass es hier so einen kleinen Seitengang gibt. Aber also ich habe nichts bekommen, deswegen denke ich mal, das war random. Ja. Die Turik mir wurden zerschlagen. Jetzt seid ihr dran. Genau, kommst du gerade hier mit? Folge dem Mond. Gibt sie mir. Jetzt hält er mich hier irgendwie fest. Nicht schlecht, seine Ketten. Ich sehe hier eigentlich auch nichts. Na gut, dann gehen wir raus. Gehen wir wieder raus. Ne, ein Frikul brauchen wir ja noch. Zählen die dazu? Ne. Irgendwie nicht. Den Verdrücker? Ne. Das gibt's nicht. Jetzt brauche ich noch einen Frikul. Okay, dann haben wir ja alles. Was, jetzt ist direkt hier so ein Unterdrücker am Kämpfen? Englisch Meier, ey. Gibt's ja überall hier. So, weht hier. Ihr sollt dafür belohnt werden, den Turiknir geholfen zu haben, Fremdling. Wenn ihr wirklich den Segen unserer Brut wünscht, dann helft uns, diese Geisel aus unserem Haus zu vertreiben. Herz eines Drachen, ich bin erleichtert zu hören, dass unsere Mutter in Sicherheit ist. Ich bin mir sicher, dass sie euch noch persönlich danken möchte. Mögen die Winde euch tragen. Schwingen der Freiheit. Dafür stehe ich tief in eurer Schuld. Meine Nachkommen konnten sich nicht gegen die Teufelskorn behaupten und hätten als Sklaven geendet. Ihr seid ein wahrer Freund der Turiknir. Einmal wieder ein Schulterschutz. Oh, der ist jetzt diesmal wieder besser. Dann nehme ich mal die Schultern. Erstmal. Dann brauchen wir Neues. Ah ja, mal gucken. Das haben wir auch. Ja. Zorn des Sturms. Heute haben die Teufelskorn erfahren, was wahre Stärke bedeutet. Sie werden es sich zweimal überlegen, noch einmal die Klingen gegen euch zu erheben. Drachenherrschaft. Dank eurer Hilfe konnte Tirmjaris aus den Klauen dieses grässlichen Dämons entkommen. Sie bat mich, auf euch zu warten und euch zu ihr zu bringen, wenn ihr eure Feinde ausgelöscht habt. Sie hat unsere Brut am Gipfel des Thorimshorns versammelt und plant einen Gegenangriff. Würdet ihr uns dabei unterstützen? Sprecht mit Vetio und zum Gipfel des Thorimshorns zu fliegen. Die Winde euch tragen. Tja, dann fliegen wir mit ihm, oder? Der Sturm ist mit mir. Wenn ihr fertig seid, sprecht mich an und ich werde zum Gipfel fliegen. Sobald wir aufgebrochen sind, können wir nicht mehr zurückkehren? Naja, machen wir, oder? Fliegt mich zum Gipfel. So, jetzt. Fürchtet nicht den Sturm. Die Dreckhüter haben unseren uralten Pakt gebrochen. Nun werden sie die Konsequenzen spüren. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Sprecht mit der Mutter der Turiknir. Okay. Die Dreckjäger müssen bezahlen. Bevor wir fortfahren, möchte ich euch eine Gabe der Turiknir zuteilwerden lassen. Erhebt euer Artefakt, Fremdling, und wappnet euch. Dies könnte euresgleichen Unbehagen bereiten.
Ich bin bereit, eure Gabe zu empfangen. Der Stuhl dieses Landes, weil es eure ist, habt ihr uns vor einem elenden Schicksal bewahrt. Ihr habt die Prüfung des Willens bestanden und dazu einen Verbündeten gewonnen. Erhebt eure Waffe, Fremdling, und empfangt die Macht des Sturms und des Donners als Zeichen des Wohlwollens für eure selbstlosen Taten. Hört den Ruf des Sturms. Für meine Brut seid ihr wahrlich ein Held. Ab heute habt ihr mächtig neue Verbündete, Fremder. Der Gottkönig tut gut daran, euch zu fürchten. Oh, was gibt's denn da wieder Schönes? Das ist beides wieder finsteres Relikt. Einmal ausweichen, ne. Schaden von Augenstrahl ist dann schon besser. Donner des Schmerzes. Ihr habt euch als würdige Verbündete der Torikner erwiesen. Wir werden euch unsere Stärke verleihen. Zuvor habe ich allerdings noch ein Anliegen an unseren neuen Champion. Der Drache, der euch zu mir geführt hat, wartet nur darauf, blutige Rache an den Frikul zu üben. Ich möchte, dass ihr diesen Tricky Jad gemeinsam zeigt, was es bedeutet, den Zorn der Torikner zu wecken. Egal, ob sie Teufelsgorn sind oder nicht. Ihre Bosheit hat meine Brut Leid zugefügt. Ihre Schuld muss mit Blut bezahlt werden. Sprecht mit Vetir, wenn ihr bereit seid. 150 Verbündete des Gottkönigs. Wir steigt mit Vetir empor und demonstriert diesem Brühlkohl den blanken Zorn des Sturms. Das mache ich doch. Aber erstmal setze ich das neue Relikt ein, Valyria. Ja. Das mache ich auf jeden Fall, weil das bringt immer sehr viel. Ja. 795. Meine Kinder schreien nach Rache. Okay, mit ihr können wir wieder reden. Wenn wir den Ort verlassen wollen. Als erstes müssen wir mit Vetir reden. Beginnt mit dem Donner des Schmerzes. Oh, direkt losfliegen. Biss des Donners Sturmvorrohr entfesseln. Das zählt dir dann wieder für beide, ha? Huh? Zählt das bei dir schon? Ich konnte ihn gerade nicht benutzen. Ach so, ja, vielleicht. Die Träger greifen dran und entfesseln den Sturmvorrohr, um sie wegzufegen. Ach, den Sturmvorrohr muss man benutzen, wenn die einen angreifen. Und bist du am Fliegen? Ja. Zählt das jetzt für beide? Vielleicht. Ich weiß auch nicht. Spürt den Zorn der Torregnier! Ich habe jetzt 102. Wow. Waren wir die ganzen alle weg, wo wir vorhin durch. 150. Verlasst Hizral. Eure Prüfungen sind lange nicht vorüber. Ich werde bereit sein, wenn ihr mich braucht. Es scheint, ein Bote erwartet euch. Mögen die Sturmwinde euch tragen. Ach, dann hat das für beide gezählt, oder? Bist du direkt hinter mir? Donner des Schmerzes ist abgeschlossen. Der Rabe bringt sein Missfallen über eure Anwesenheit zum Ausdruck. Was ist denn mit dem Raben los? Mag uns nicht mehr. Also irgendwas kommt da noch. Der Rabe Krex und Havis Stimme dringt in euren Kopf. Die Prüfung hat gezeigt, dass ihr wahrhaft mächtig seid. Doch Heldenmut ist eine gänzlich andere Bestie, die es erst noch zu zähmen gilt.
Havis Stimme hallt erneut durch euren Kopf, während der Rabe euch weiter anstarrt. Um Mut zu finden, müsst ihr Zwiesprache mit den Knochen halten. Doch zuvor müsst ihr euch vorbereiten. Die Prüfungen gehen weiter. Trefft euch mit Havi in Waldishall. Zwei Prüfungen sind geschafft. Eine verbleibt. Ihr müsst den Segen der alten Könige erlangen. Doch sie sind tot und ihr seid es nicht. Es gibt jedoch jemanden, der die Brücke schlagen kann. Trefft mich in Waldisdal und ich erzähle euch mehr. Wow, wird dir immer besser hier. Die Brücke zu den Toten, oder was? Oh mein Gott. Aber wir müssen jetzt erstmal Schluss machen, Valyria. Deswegen müssen wir leider Ciao sagen. Tschüss. Wir sehen uns wieder. Gehabt euch wohl. Macht's euch gut.